So. Hallöle. Das ist ein Hardware-Mod, der ist nicht unbedingt notwendig, aber ich will den haben. So, und dazu muss ich den Kotflügel vorne und das Vorderrad ausbauen. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran. So, seht ihr da das Loch? Das ist doch irgendwie geradezu prädestiniert dazu, dass man da den Bremszug durchführt. Oder der Doofe ist nur, ich habe nachgemessen und dieser was immer Ding, das ist halt 2-3 mm größer als das Loch, das heißt, es geht nicht durch. Und deswegen werde ich jetzt den Kotflügel der Vorderrad ausbauen und dann noch einfach ein bisschen größer fallen, damit ich den Scheiß wieder durchkriege. Dann hat der Zug auch, ist auch viel weniger auf Spannung. Und das Loch hat auch eine Funktion. Aber das mache ich jetzt auch schnell. So, ihr habt es ja gesehen, das war echt eine Nummer. Nur Falle dauert zu lange. Dremel funktioniert nicht. Bohrer, super. Dummerweise habe ich nur einen Kegelbohrer in meinen Akkuschrauber. Da darfst du unten keine Kiritürengröße machen, oben muss ich wegfallen. Okay. Aber ich glaube, ich bin so weit, dass ich den Versuch wagen kann. So, und da muss ich jetzt natürlich auch noch was zu sagen. Ich muss hier das Ding losmachen und dann wird auch ein Teil der Bremsflüssigkeit flöten gehen. So, wer sich mit Bremsen nicht auskennt, dann lasst besser die Finger weg. Ja, zumindest, also wenn ihr das selber macht, dann geht wenigstens, wenn ihr das nicht könnt, in die Werkstatt und lasst die Bremsen fachmännisch entlüften. Jetzt habe ich natürlich mal. Ah, da ist der Arsch gegessen. So. Also ich werde zusehen, dass ich das meiste von dem, was da jetzt rausläuft, auffangen werde. Und dann packe ich das da wieder rein. Luft erachte ich persönlich jetzt nicht als das große Problem, weil ist oben. Also wenn ich die, Bremse wieder angeschlossen habe und gefüllt habe und das Ding steht einfach hier ein paar Tage, dann wird die Luft hier oben rauskommen. Da gehe ich mal von aus. Und ansonsten, wie gesagt, ich weiß, wie man eine Bremse entlüftet. Wer das nicht weiß, da gibt es 1000 Videos für. Da werde ich jetzt kein extra Tutorial drüber machen. Das ist ja gleich wie Fahrrad- oder Autobremse entlüften, ist gehorcht viel gesprungen. Da muss ich erstmal diesen schönen Schlauch hier abmachen. Und dann schrauben wir die Bremse los. Pick direkt gepasst. Oh, war ja gar nicht so fest. Bremsflüssigkeit aus. Das ist doch schon mal gut. So, die Schraube ist auf jeden Fall raus. Die werde ich jetzt da reinpacken, damit er auch dabei bleibt. Ah, die Lichtringe, die müssen wir aufpassen, dass wir die nicht kaputt machen. Außerdem ist mal ganz nett, Schrauben da reinzudrehen, wo man sie rausgeholt hat. So, jetzt gucken wir, ob hier noch was drin ist. Auch nicht. Ja, das ist doch schön.
jetzt mal direkt den ersten Versuch. Und hoffentlich klappt er. Nee, klappt noch lange nicht. Da muss noch richtig was weggemacht werden. Gut, da sage ich mal einfach wieder ein bisschen schneller, ne? Ja, Leute. Er hilft, glaube ich, nichts. Ich muss, glaube ich, den Scheinwerfer und zumindest das linke Tacho hier abschrauben. Ich muss von oben reinbohren, sonst mache ich mich tot dabei. So, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. 3-4 Stunden bestimmt. Aber, er geht durch. Und diese komische Hülse hier. Aber mal gucken, vielleicht mache ich die sogar rein. Ansonsten schneide ich sie ab. Das ist dann irgendwie natürlich. Auch nur in einer ganz bestimmten Position. Da sind wir doch. So, erstmal gucken, passt das Ding hier rein? Will das hier rein oder will das nicht hier rein? Na komm. Du bist doch eine ganze Ecke kleiner als der Kopf. Och ja, dann lassen wir drin. So, Bremse wieder angeschraubt. Und schon haben wir den vorderen Bremsschlauch schön gemacht. Ne? Soll ja also auch ein bisschen schön sein. So, vorher ist er hinten lang gelaufen, jetzt läuft er gerade durch, kürzerer Weg. Und der ist auch beim Lenken jetzt nicht mehr auf Spannung. Ach ja, war er vorher auch nicht. Aber sieht halt einfach besser aus. So, fertig. Ne? Und ich finde, dafür lohnt sich die kleine Anstrengung schon. So. Ja, ein weiterer Mod meinerseits. Bremsschlauch durchs Loch liegen. Sieht schöner aus. So, jetzt werde ich das Ding da schnell zusammenbauen und machen wir ein bisschen schnell und dann geht's zum nächsten Mod. Ich hatte an dem Tag keine Lust mehr, das Rad einzubauen, weil ich auch noch direkt hier am Kotflügel und an den Instrumenten ein paar Lackfehler ausgebessert habe. Und ja, jetzt bauen wir das Ding zusammen. Ich mache das wieder auch schnell, aber vorher noch ein paar kleine Sachen. Das Vorderrad einzubauen, das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Da sind, ups, das ist gar keine Hülse. Da sind zwei verschiedene Hülsen. Ey, zur Not 50-50 Joker. Na. Kotflügel ohne Kratzer reinzukriegen, einfach zusammendrücken, der hält das aus. Und, ach so, ja, hier, das Loch. Das muss mindestens 12 mm haben. 17 mm. Hier. Na? Ich habe leider keinen 17 mm Bohrer gehabt, deswegen musste ich den Kegelbohrer nehmen. Bohren geht ganz gut. Und von unten und von oben Instrument abnehmen, das Blech nach unten biegen, da kommt man von oben rein. Kann man wieder zurückbiegen, siehst du sowieso nicht, weil das Instrument da drüber ist, selbst wenn der Lack abplatzt. Also ist jetzt nicht wirklich ein Akt. Dann zeige ich euch nochmal die Durchführung. Upsala. Nochmal Usternähe. So, dann ist das ganze Ding aus der Nähe. Ich habe diese Hülse, die auf dem Bremsschlauch war, die habe ich draufgelassen, reingeschoben. Hier da wieder mein schwarzes Silikon da rein. Ist okay, passt. So. Und wenn ich das Ding zusammengebaut habe, dann gehen wir nochmal oben an die Bremse. Da ist mir noch eine Idee gekommen, wenn da Luft drin ist, wie man die am besten rauskriegt. Ne?
Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, eine halbe Stunde, um dieses Rad einzubauen, und ich habe mich so dämlich angestellt. Also, links kommt der lange Nupsi rein, rechts kommt der kurze Nupsi rein. Der kurze Nupsi kommt erstmal noch nicht rein. Ne? Also erst Schraube rein, Felge mit Nupsi drauf, reinschieben, hängen lassen. Dann kann man das Bein hier ein bisschen drehen, beziehungsweise das linke Bein ein bisschen drehen, das Federbein. Dann kann man den Nupsi reinstecken. Die Schraube steckt natürlich noch nicht ganz durch, so wie jetzt. Dann verkeilt man die ein bisschen, dreht zurück und dann ist es drin. Weil die Gabel, die ist im, ich sag mal, unentspannten Zustand, sprich ohne Rad, ist die Öffnung zwischen den beiden Löchern, also der Abstand, der ist 1 Zentimeter kürzer als das Rad mit den Nupsis dran. Ne? Ich hoffe, die Erklärung hat halbwegs Sinn gemacht. Da sage ich gleich noch was zu. Erstmal öffnen wir hier den Behälter. Oh man, nimmt bloß die richtigen Schraubendreher dafür, sonst macht ihr die Schrauben direkt rund. Das will gleich keiner. So, weil das Bremssystem ist ja ein geschlossenes System, und weil ich jetzt ja höchstwahrscheinlich da auch Luft reingepackt habe, habe ich mir jetzt einfach mal in meiner Naivität gedacht, oh, da muss ich aufpassen. Wo ist denn der Deckel dafür? Wieso geht denn der Deckel nicht ab? Ich will doch den... Man muss die Schraube ganz rausdrehen. Aha, da ist er. Gott. Und das ganze System war lose. Na gut. Wir probieren es aus. Ihr seid dabei. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr im Bild. Ah, zwischendurch drückt die Bremse auch mal. Das ist gut. Und wenn das jetzt gar nicht funktioniert, dann muss ich halt die Bremse wohl oder übel wie eine hydraulische Fahrradbremse, wie eine Autobremse über den Schlauch unten entlüften. Na, seht ihr, wie die Luft da rauskommt? Früher oder später steigt sie eh nach oben. Da war noch einiges drin. Die Bremse zieht auch schon immer mehr. Das nur mal zur Demonstration. Ich pumpe jetzt noch ein bisschen weiter. Also noch was, nur noch mal zur Erinnerung. Wenn ihr euch das nicht zutraut mit der Bremsleitung oder sowas, dann Finger weg, dann lasst einen Fachmann ran. Ne? Ich meine, da könnt ihr den ganzen anderen Kram machen, geht dann zu einem hin und sagt, ey, lüft mir mal die Bremse vernünftig. Nur so zur Info, also Disclaimer sozusagen. So, da sind wir unten. Also der Schlauch, der hat natürlich jetzt, weil er enger geführt ist, am Kotflügel geschliffen, kurz die Schraube gelöst, das Ding ein bisschen rübergezogen, Schraube dran, angezogen, läuft wieder. So, da hatte ich noch eine Sache an dem Ding. Nach, weiß ich nicht, 3-4 Tagen fing plötzlich die vordere Bremse an zu schleifen. Ich meine, dass die Scheibenbremse immer ein bisschen schleift, ist ja klar, weil die Bremsbeläge relativ nah an der Scheibe dran liegen. Und das muss ja auch nachgeführt werden. Also das kenne ich ja auch vom Fahrrad nicht anders. Aber da hat wirklich kein Bremsbelag geschliffen, sondern was anderes. So, und was ich da gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Nach dem zweiten Tag hat vorne an der Bremsscheibe das geschliffen. Und ich habe festgestellt, na, komm her, da hat es geschliffen. Dummerweise gibt es hier nichts zum Einstellen. Ich vermute mal einfach, dass sich jetzt hier die Schrauben und die Hülsen, das ganze Zeug hat sich gesetzt. Und was ich jetzt machen werde, weil das Ganze wird hier hinter geschoben, ich werde die beiden Hülsen hier, die werde ich jetzt einfach einen Millimeter, einen halben Millimeter einfach runterfallen und gucken, dass es nicht schleift. So, jetzt muss ich aber die Kamera aus der Hand legen, weil das geht sonst nicht. So, ich hoffe, man kann sehen, oben liegt die Scheibe etwas näher am Bremssattelhalter an als unten. Und hier hört man, da oben schleift sie. Ich habe schon ein bisschen was weggenommen, aber es ist noch nicht genug.
Es schleift immer noch, aber nicht mehr an dem Bremssattelhalter, sondern nur noch am Bremsbelag. Und soweit ich sehen kann, hat die Bremsscheibe auch kein Ei. Oder doch? Ja, nach oben und nach unten. Aber nicht nach links und nach rechts. Und der Schlitz, wenn man es hier irgendwie sehen kann, zwischen der oberen und der unteren Halterung ist jetzt zwischen der Bremsscheibe relativ gleich. Na gut, wollen wir mal schauen, wie sie entwickelt.